Das Handy klingelte und Jakobs Bild erschien groß auf dem Display und es meldete sich auch eine Frau am Telefon. Sie sagte, sie rufe vom Handy eines jungen Mannes an, der ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Auf die Frage, ob er denn nicht ansprechbar sei, wurde geantwortet, nein. Am nächsten Tag war er tot. Das dritte Jahr ist angebrochen für Michael Burkhardt und seine Frau Astrid. Eine neue Zeitrechnung. Das Jahr 3 nach Jakobs Tod. Astrid Burkhardt trägt eine Perücke. Die Haare fielen der Mutter aus nach dem plötzlichen Tod ihres Sohnes im September 2011. Eine Schockreaktion. Früher hatte Astrid eine richtige Löwenmähne. Früher, das war, als Jakob aufwuchs, eingebettet in die Sorglosigkeit einer intakten Familie. Guck mal, jetzt ist der Jakob dran. Holla, Bolla, Humpelsack, Niklas trägt ihn Muckepack. Weihnachtsnüsse gelb und braun, putzig, putzig anzuschauen. Komm bald wieder in mein Haus, alter, guter Nikolaus. Jakob war sportlich, fast immer gut gelaunt und hatte einen großen Freundeskreis. In der Schule und in den Ferien war er immer aktiv und für jeden Spaß zu haben. Seine Pubertät verlief glimpflich. Jakob war bei jedem Familientreffen dabei. Cousins, Nichten und Neffen. Er liebte das. Auf Jakob! Alle auf Jakob! Wie der Unfall genau passierte, wird erst in diesem Jahr vor Gericht geklärt. Wahrscheinlich ist, dass ein PKW Jakob die Vorfahrt nahm. Der 23-Jährige machte mit seinem Rad eine Vollbremsung und schlug voller Wucht auf dem Asphalt auf, mit dem Kopf voran. Die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Ein Tod ohne jede Vorwarnung. Warum wir? Warum Jakob? Warum ein Fahrradunfall, sag ich mal, der kann ja zwischen einem gebrochenen Finger und einem amputierten Bein, sag ich mal, auch ablaufen, was ja schon eine große Spanne ist. Aber warum nur dieser Punkt in dieser Sekunde? Mit diesem harten Ausgang, das ist einfach nicht vorstellbar. Ja. Und wir wissen auch wirklich oft nicht, war es gestern, war es in irgendeinem ersten Leben von uns, wann ist das passiert, wie ist das passiert. Also ich habe, jetzt war ja zweiter Jahrestag und ich denke auch manchmal, das ist so eine traurige Geschichte. Und dann merke ich, dass sie ja uns betrifft, dass wir das ja sind, die da mitspielen. Und das ist einfach auch unrealistisch oft. Aus dem Haus seiner Eltern in Wildau war Jakob längst ausgezogen. Er lebte in einer WG im Zentrum von Berlin. Sein Zimmer dort zu räumen, war die erste schlimme Prüfung für seine Eltern. Als wir das erste Mal wieder in der WG waren, das war ja eine Wohnung im 9. Stock, als wir da auf dem Balkon standen, dachte ich, springst jetzt hier runter. Dann hatte das Elend ein Ende. Hinterher haben wir uns unterhalten. Micha hatte gleich gedacht. Ich hab dasselbe gedacht, ja. Aber in dem Moment habe ich auch gleich wieder gedacht, was sollen Micha und Frenzy dann machen? Geht nicht. Sie waren zu viert, die Eltern, Jakob und Frenzy. Jakob und Frenzy,
So nennen alle Jakobs Schwester Franziska. Die beiden haben sich so gut verstanden, dass manche Freundin von Jakob schon mal eifersüchtig war auf diese enge Geschwisterbindung. Franzi ist gerade 30 geworden. Der dritte Geburtstag, den sie ohne ihren Bruder feiern musste. Sie lebt allein in Berlin-Köpenick. Immer noch macht sie der plötzliche Tod ihres Bruders fassungslos. Man hatte ihn operiert, aber es half nichts mehr. Abschied nehmen konnte Franzi nur noch vom leblosen Körper. Ich habe trotzdem immer noch gesagt, er schafft es mit seinem Dickkopf. Er hat immer seinen Kopf durchgesetzt. So. Und als sie dann schon gesagt hatten, schafft's nicht, standen wir unten in diesem Hof vom Krankenhaus, war ja schönes Wetter und so. Ich weiß nicht, wie alles mit da stand. Ich glaube, meine Cousins und Freunde. Und irgendwie ging es so reihum, dass wir alle gesagt haben, so, ich glaube das nicht. Kann nicht sein. Und so ging es mir aber noch ein paar Tage, sodass ich gesagt habe, dann geht's mir heute manchmal noch. In Franzis Wohnung ist ihr Bruder überall präsent. Musik, die sie zusammen hörten, Fotos von ihm an jeder Wand. Und als Zeichen ewiger Verbundenheit hat Franzi sich ein Tattoo stechen lassen. Jakobs Name mit Flügel. Mit einem Flügel. Das ist ja der rechte Flügel und den linken Flügel hat Jakob. Den hat mir der Tätowierer auf Papier gemalt und hat den hat der Bestatter mit in die Urne gegeben sozusagen. Als Kellnerin konnte Franzi nach Jakobs Unfalltod erstmal nicht mehr in Berlin arbeiten. Zu viele Erinnerungen waren mit den Kneipen verbunden, in denen sie ihr Bruder oft besucht hatte. Ein Jahr lang leitete sie ein Restaurant an der Ostsee. Inzwischen ist Jakobs Schwester wieder zurückgekommen. Franzis Mutter Astrid arbeitet in einem Mutter-Kind-Haus südlich von Berlin. Hier betreut sie minderjährige Mütter, denen ein Partner fehlt. Sie ist eine Mutter, der ein Kind fehlt. Auch im Arbeitsalltag. Dann haben wir uns morgens in der U-Bahn mal getroffen und dann haben wir uns mittags mal getroffen, sind zusammen was essen gegangen, hat er angerufen. Wann machst du eine Pause? Direkt nach Jakobs Tod konnte Astrid nicht mehr arbeiten. Heute hilft ihr der Job. Mir geht's mit der Arbeit eben auch sehr gut, weil ich da wirklich total abschalten kann. Also, wenn ich bei der Arbeit bin, bin ich bei der Arbeit, bei den Müttern und den Kindern und kann von Jakob erzählen, erzähle von meinem Sohn, von meiner Tochter. Erst wenn ich raus bin, dann kommt's wieder auf dem Rückweg im Auto. Dann denke ich an Jakob. Dann nimmt das Trauerkarussell wieder Fahrt auf. Eine Endlosfahrt, so scheint es jedem, der sich von einem geliebten Menschen nicht verabschieden konnte. Dieses Haus hat Birgit Dürsch gemeinsam mit ihrem Mann Andreas geplant. Er starb im Dezember 2012 nach einer zunächst gut überstandenen Operation an plötzlichem Herzversagen. So habe ich ihn in Erinnerung. Und immer wenn ich an ihn denke, denke ich genauso. Und das ist so für mich der Inbegriff unserer entspannten, heiteren und völlig übereinstimmenden Beziehung. Birgit Dürsch hat eine kleine Firma für internationale Unternehmensberatung. Ihr Mann Andreas war Kunsthistoriker mit Sammelleidenschaft. Seine Möbel sind mit ins neue Heim gezogen. Die Fertigstellung ihres gemeinsamen Traumhauses hat er nicht mehr erlebt. Seine Schatten sind nicht da im Sinne von, da hat er gesessen, da hat er gelegen, da hat er sich einen Kaffee gemacht oder so. Das, was ich in meiner alten Wohnung sehr schmerzlich immer empfunden habe. Auf der anderen Seite ist aber trotzdem da, weil alles so in seinem Geiste ist. Dieser Tod ohne Abschied hat die Geschäftsfrau, die so leicht nichts aus der Bahn werfen kann, mit voller Wucht erwischt. Menschen trennen sich. Das ist ja auch ein sehr trauriges Ereignis. Oder eben die Großeltern sterben. Das ist auch ein sehr, sehr, sehr trauriges Ereignis. Aber wenn der liebste Mensch
verstirbt. Dann spülst dich einfach weg. Ja. Du verlierst die Füße unter dem Boden und den Boden unter den Füßen und du bist komplett in einer neuen Welt, ja, und weißt gar nicht, was dir da passiert. Und vor allen Dingen fehlt dir die Vorstellung, dass du da wieder rauskommst. Was ich ganz genau verorten kann, ist, dass 3 Monate nach seinem Tod so etwas wie ein Schock nachließ. Der Schock war weg. Und Schock ist ja, also ich habe das schon mal erlebt beim Unfall, ein Schock verhilft dir ja dazu, erstmal nichts zu spüren, nichts zu empfinden, die Tatsachen zu verdrängen, die körperlichen Funktionen laufen erstmal, weiß ich nicht, normal weiter oder wie auch immer. Und dann irgendwann, wenn der Schock nachlässt, brichst du zusammen. Und so war es dann auch gewesen. Also nach den ersten 3 Monaten bin ich komplett zusammengebrochen. Also als wenn mir erst da die volle Tragweite dessen, was passiert ist, bewusst geworden ist. Und da fingen dann gesundheitliche Probleme an, die du nicht einordnen kannst, wo du denkst, was ist jetzt, kriegst du jetzt selber einen Herzinfarkt oder so. Und dann schlägt die Sehnsucht voll zu, die sich ja auch aufstaut. Es ist ja nicht nur dein Mann gestorben, sondern die Person, die sonst immer da war, vermisst du ja. Und diese Sehnsucht ist ja auch, also die ist ja also sowas von fast schon tödlich, ja. Und irgendwann, an einem Sonntagnachmittag, das weiß ich aber ganz genau, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, du musst dir jetzt helfen. Also du kommst da nicht alleine aus dieser Endlosschleife raus. Und bin dann auf Eva Terhorst, auf die Trauerbegleiterin in Berlin gestoßen. Danach fühlte mich absolut erleichtert. Also als wenn mir jemand irgendwie so 30 Kilo Rucksack von den Schultern genommen hätte. Ja. Und das war das erste Mal seit Wochen, dass ich also mal wieder also selber in mich reinlächeln konnte und war so durchgeatmet. Jemanden in der Trauer auch im wörtlichen Sinne begleiten, das macht Eva Terhorst. Die Therapeutin weiß, dass sich die Trauerphase um mindestens ein Jahr verlängert, wenn der Tod plötzlich zuschlägt. Wenn du dich nicht verabschieden konntest, fehlt dir das und das kannst du auch nie mehr nachholen. Ich hatte mal eine Frau da, da ist der Mann auch plötzlich gestorben, die war nach 7 Wochen bei mir, die saß da und weinte und sagte, jetzt ist der schon 7 Wochen tot und ich weine immer noch. Und wo ich gesagt habe, nee, du wirst auch das ganze nächste Jahr noch weinen und wahrscheinlich noch viel länger. Und das ist immer ganz wichtig, dann wissen die sind nicht verrückt. Nicht verrückt und nicht allein. Birgit hat sich auch einer Trauergruppe von Eva Terhorst angeschlossen. Das war für mich ganz wichtig zu sehen, dass es Menschen gibt, denen das Gleiche widerfahren ist und die heute noch leben und auch wieder lachen und lächeln können und auch wieder Freude am Leben haben. Ja. Und das ist ganz witzig, also da gibt es also einige Menschen, mit denen ich also heute privat auch befreundet bin, auch Witwen. Ja. Also ist mal ganz interessant, wenn man seinen Familienstatus ausfüllen muss und dann schreiben muss, verwitwet. Das ist auch völlig, völlig obskur. Und ja, wir machen jetzt, also zwei dieser Witwen und ich machen jetzt bald eine große Reise nach Afrika. Wenn dem Tod kein langsamer Sterbeprozess vorausging, wenn sich die Angehörigen nicht mit dem Gedanken des Abschieds vertraut machen konnten, dann hallen Schock und Trauer besonders lange nach. Dorothea Stockmar hat 15 Jahre lang als Hospizbetreuerin gearbeitet und eine Trauergruppe geleitet. Bis vor 5 Jahren ihr jüngstes Kind bei einem grauenvollen Unfall starb. Axel und Dorothea haben sich für ein Baumgrab auf dem Stahnsdorfer Friedhof entschieden. Sie mögen die Abgeschiedenheit dieses Ortes und das Naturbelassene. Wir haben Fotoalben mitgenommen. Zusammen Geburtstag haben wir hier die Fotos gemeinsam angeschaut und haben... Wenn das Laub schön trocken ist, kann man sich hier wunderbar hinlegen. Das ist ein tolles Buchenwald, finde ich unheimlich schön. Ist ganz so ein Park eben, ja. Also ist ganz, ganz schön. Wir sprechen von Caius, von unserer Sonne. Sie das hat war ja unser Sonnenschein, ja. Kann man so sagen. Spät geboren, ne? Die Töchter waren ja schon 13 und 10, war ja wirklich ein Nachkömmling und ja...
Das war so. Das Unglück, das dem 17-jährigen Kajus zugestoßen ist, war für ihn selbst wohl in Sekundenbruchteilen vorbei. Der 17-Jährige, der zu nah an der Bahnsteigkante sein verlorenes Handy suchte, war vom Sog eines vorbeirauschenden Güterzuges erfasst und mitgerissen worden. Bei der Wucht und bei der Kraft, die Güterzüge haben, da bleibt nicht viel. Wenn der Wind ungünstig steht, dann hören wir wirklich die Güterzüge. Und da habe ich zu Axel gesagt, also das ist ja so, als ob die Züge durch unser Wohnschlafzimmer fahren. Und da hast du gesagt, nee, die fahren mitten durch unser Herz. Wir mussten ja bis heute glauben, dass er tot ist. Es gab ja eine Zeit lang, da habe ich dann gedacht, jetzt vielleicht lebt er ja, vielleicht hat man ihn verwechselt. Der Pfarrer, der die Todesnachricht überbrachte, riet den Eltern vom Anblick der sterblichen Überreste ihres Sohnes ab. Ich hätte mir gewünscht, dass der Pastor gesagt hätte, ach, wir können jetzt, das geht im Moment nicht, aber wir gucken mal, ob es einen anderen Weg gibt. Vielleicht hätte man ein Tuch über ihn gedeckt und es hätte zum Beispiel irgendwas, eine Locke von seinem Haar vorgeguckt oder ein Schuh oder irgendwas, damit ich begreifen kann. Dass sie nicht Abschied nehmen konnte von ihrem jüngsten Kind, nicht einmal von seinem Leichnam, versucht Dorothea Stockmar mit Hilfe der Malerei zu kompensieren. Immer wieder taucht ein Motiv in den Bildern auf. Ihr Sohn. Ich habe hier einfach mal Küchenpapier genommen und habe das so geknüllt und habe das sozusagen pappmaché-artig gestaltet. Und ich sehe Kajus eiligen Schrittes und er gibt mir was. Er gibt mir, ist es ein Apfel, ist es eine Perle? Ich weiß es nicht. Ich habe oft das Gefühl beim Malen, dass ich richtig Herzklopfen bekomme und dass es sowas ist, dass es eine Herzensangelegenheit ist, das Malen, weil ich ja nicht ergebnisorientiert male. Also ich setze mich nicht hin und sage, heute male ich einen Kreis und heute male ich in der Farbe, sondern ich würde sagen, es malt. Was macht jemand, der etwas verloren hat? Wenn ich einen Ring verliere, wenn ich einen kostbaren Handschuh verliere, was auch immer, da gehe ich doch und suche ihn oder versuche, der Spur zu folgen, einfach dem nachzugehen. Und ich denke mal, das gilt für jede Form von Trauer, ob es jetzt Trauer nach einem Kind ist oder auch an einem Partner. Die Suche hält an. Man sucht den Verlorenen. Ganz oft habe ich Schiffe gemalt. Ich meine, gut, die Reise ins Jenseits, in eine andere Welt, das war auch eine Form von Suche. Ne? Ich konnte der Reise nicht folgen, ich kann meinem Sohn nicht folgen, aber ich habe das gemalt. Und es ist so, als ob ich ihn im Bild nochmal begleiten konnte. Ich konnte ihn so nicht begleiten auf dem letzten Weg. Wir konnten uns nicht verabschieden. Und hier ist auch wieder Kajus deutlich zu sehen. Also man sieht ihn immer. Wir haben uns immer viel Raum gegeben. Also du hast viel am Klavier abgearbeitet, hast immer gespielt. Ich habe gemalt. Wir haben uns morgens, du bist ja selbstständig, das ging, zum Frühstück viel Zeit genommen. Und manchmal vor lauter Heulen das Frühstücken vergessen und einfach nur da gesessen. Und dann gab es Momente, wo der eine weinte und der andere. Und dann weiß ich noch, kannst du dich erinnern, Axel, als dann einer von uns den Satz sagte, das war vor Kajus Tod. Also dieses Wort Tod überhaupt in den Mund zu nehmen, das war für mich so befremdlich. Das war so nach dem Motto, dann muss er ja wirklich tot sein. Dann ist es ja wahr, wenn der andere das so sagt. Das Gewahrwerden des Unumkehrbaren, es geschieht zeitverzögert, wenn der geliebte Mensch abrupt aus dem Leben gerissen wurde. Kajus, der nur 17 werden durfte, wäre heute 22 und Onkel. Seine Schwester Katrin hat vor wenigen Monaten einen Sohn bekommen. Ein neuer Sonnenschein in der Familie. Aber natürlich kein Ersatz. Oma Dorothea arbeitet inzwischen als Kunsttherapeutin und hat mehrere Bücher zum Thema Trauer verfasst. 5 Jahre nach dem Unfall von Kajus ist seine Familie auf gutem Weg, mit seinem Tod weiterzuleben. Was ich jedem empfehlen würde, alles zu tun, damit die Trauer nicht im Kopf bleibt. Mhm. Also Holz hacken, den Garten umgraben,
Also es ist, da schichtet man ja auch was um. In den Wald gehen, joggen oder... Sich nicht drängen lassen. Sich Zeit nehmen. Und das ist vielleicht das Wichtigste, was man einem mit auf den Weg geben kann. Ansonsten, denke ich mal, ist das so individuell. Jeder muss seinen Weg finden. Astrid und Michael Burkhardt machen sich einmal im Jahr auf den Weg zur Kirche. Immer zum zweiten Advent, wenn weltweit der verstorbenen Kinder gedacht wird. Die Burkhardts sind eigentlich nicht religiös. Der Tod ist und bleibt ein unfassbarer Verstörer und Zerstörer. Der Tod darf nicht das letzte Wort haben, sonst wäre er größer als Gott. Ohne Jesu Leben würden unsere Kinder tot bleiben. So wie Jakob, der mit 23 Jahren sterben musste, nie mehr gemeinsam mit ihm essen und trinken, ihm nie mehr nachwinken können, wenn er das Haus verlässt. Eine unendlich lange Liste des Nie mehr eröffnet sich angesichts des Todes. Astrid ist davon überzeugt, dass Jakob zu ihr schon aus dem Jenseits gesprochen hat. Michael tröstet der Glaube nicht, wohl aber das Licht der Kerzen, wie alle in der Familie Burkhardt. Zusammen mit seiner Tochter hat Michael ein neues Hobby entdeckt. Wir wollen ja, dass bei Jakob immer eine Kerze brennt oder für Jakob eine Kerze brennt. Und da sind halt sehr viele Reste entstanden, wo ich manchmal gesagt habe, es ist eigentlich schade, das jetzt auch wegzuschmeißen. Jakob selbst war auch eigentlich so ein sparsamer Typ. Und da habe ich gesagt, irgendwas müsste man damit doch machen können. Der Bedarf an Kerzen ist sehr groß. Ja, und da bin ich auf die Idee gekommen, habe mich im Internet erkundigt nach dem Equipment und ja, hab's einfach probiert und macht auch Freude. Können Sie mal hier so ein Zentimeterchen oder? Ja, mach alles über, meinst du zu viel? Die fertigen Kerzen werden selbst genutzt, aber auch Freunden geschenkt. Dann zünden die Burkhardts eine an und die Freunde auch. So ja. Denken sie gemeinsam an Jakob. Die ist ganz hübsch, Jo, das gefällt mir, Astrid Burkhardt verwaltet Jakobs Andenken auf einer Gedenkseite im Internet. Hier gibt es Fotos und Texte zu Jakobs Leben. Man kann Grußbotschaften veröffentlichen, gerichtet an einen Toten, als ob man ihn wirklich noch erreichen könnte. Aber es hilft. Eine Internetplattform. Vielleicht wird sie eines Tages echte Friedhöfe ersetzen. Astrid hat hier auch das Lied online gestellt, das Jakobs Cousin David geschrieben hat. Rotlicht heißt die Band von David, der mit diesem Song seiner Trauer über den Tod seines Cousins Ausdruck gibt. Erst kam der Knall, dann kam der Schreck. Dann kam die Hoffnung, dann ging sie weg. Dann kam die Trauer, eine dunkle Hülle, die fiese Ruhe, unfaire Stille. Heute Nacht leuchten uns heute noch nicht allein. Der Ort, an dem Jakob verunglückte, dient seiner Familie als Gedenkstätte.
Das ist zwar nicht offiziell angemeldet, wird aber geduldet. Sie pflegen den Platz selbst, räumen Müll weg und zu seinem Geburtstag feiern sie hier mit Freunden. Im dritten Jahr nach Jakobs Tod ist zwar manches schon Gewohnheit geworden. Schwester, Mutter und Vater sind noch enger zusammengerückt. Die Gemütslage aber ist bei allen noch fragil. Ich sag mal so, man versucht Trost zu spenden sich gegenseitig, aber das ist schwierig, wenn man wegen derselben Sache Trost braucht, Trost zu spenden und die Mädels immer so kräftig in den Arm zu nehmen. Und es ist eine schwierige Geschichte. Jetzt zu erkennen, dass eben dieser Zustand endlos für uns ist, bis zu unserem Tod, das ist schon recht schwer zu ertragen oft. Nach Jakobs Tod hat sich Michael in Arbeit geflüchtet. Als dann eine berufliche Flaute kam, erwischte es ihn umso schlimmer. Herzinfarkt. Heute macht Michael eine Gestaltungstherapie, die ihm gut tut. Medikamente nimmt er immer noch. Ja, ich nehme Antidepressiva. Wollte eigentlich weg davon, aber dann gab es viel Abraten zum Herbst hin und zum Winter hin, so eine Medikamente abzusetzen, wenn man sowieso schon unter Lichtmangel und, sage ich mal, diesem Wetter leidet. Andererseits muss ich sagen, dieses nieselige und trübe Wetter, ich kann eigentlich damit zurzeit noch ganz gut, weil das entspricht mehr meinem Gemütszustand, diesig und verregnet. Astrid hat gleich nach Jakobs Tod therapeutische Hilfe gesucht. Auch der Verein Leben ohne dich für Hinterbliebene gibt ihr Kraft. Die erste Zeit nach Jakobs Unfall konnte ich zum Beispiel überhaupt nicht alleine sein. Ich konnte auch keine Stille vertragen. Ich musste immer irgendeine Musik, Radio anhaben, irgendwas musste immer an sein. Das ging dann gerade so tagsüber, aber abends ging überhaupt gar nicht. Hat lange gedauert, bis ich abends alleine sein konnte. Im Jahr 3 nach Jakobs plötzlichem Tod sind seine Eltern immer noch verwundet. Sie horten Erinnerungen, weil sie wissen, es sind neben ihrer Tochter Franzi ihre kostbarsten Schätze. Und sie haben einander. Damit gehören sie zu den wenigen trauernden Eltern, die nach dem Tod eines Kindes zusammenbleiben. 80% aller sogenannten verwaisten Eltern trennen sich. Das Gute, sage ich mal, wenn man überhaupt was gut nennen kann, war, dass Jakob ausgezogen war, dass er selbstständig war. Dass er nicht mehr, der ist uns nicht von der Hand, weißt du, hat sich losgerissen, ist unter ein Auto gekommen, diese Geschichte. Oder du warst mit ihm dort und dort und da ist was passiert im Auto oder so, einer mit dem Kind. Dann, denke ich, gibt es immer Vorwürfe an den anderen Partner. Warum hast du nicht aufgepasst, auch wenn der sich alle Mühe gegeben hat. Jakobs Organe haben Michael, Astrid und Franzi gespendet. Und vor kurzem erfahren, dass es den Empfängern gut geht. Irgendwo in der Welt schlägt Jakobs Herz also weiter. Jedem Wetter bestens angezogen. Mit dem Designer-Outlet Berlin. Guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter für Berlin und Brandenburg. Es gab heute kaum eine Wolke über Brandenburg. Sie sehen es, meist wirklich klarer Himmel. Südlich von uns dagegen etwas dichtere und zähere Wolken, vor allem am Vormittag. Das betraf vor allem Thüringen und Sachsen. Zum Teil war es auch in der Lausitz noch längere Zeit trüb. Und dann wurde es sehr sonnig und vor allen Dingen auch warm. Brandenburg an der Havel 14,1 Grad, Luckenwalde 13,3 Grad, Berlin-Dahlem 13 Grad. Und morgen,
Da werden es noch mal um die 4 Grad wärmer. Und zu verdanken haben wir das alles einem Hochdruckgebiet. Und dieses Hoch, das lenkt zu uns sehr warme Luft aus südwestlichen Richtungen. Und das heißt eben Temperaturen knapp an die 20 Grad. Jetzt in der Nacht gibt es auch kaum Wolken. Das heißt, oft ist es sternenklar. Gegen morgen früh bildet sich vereinzelt Nebel. Und die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden bei Werten zwischen minus 4 und 0 Grad. Morgen Vormittag viel Sonnenschein, kaum eine Wolke vorhanden. Nebel wird sich schnell aufbauen.